Das Besondere ist, glaube ich, dass Weihnachten swingt. Dass es ein bisschen anders ist. Es sind die amerikanischen Weihnachtslieder, aber es sind auch die deutschen, wie Stille Nacht, aber halt so, wie sie von Frank Sinatra und seine Freunde gesungen wurden. Ich glaube, für alle Musiker ist die Herausforderung, stilgerecht wirklich Swingen zu spielen, dass es ein ganz lockerer, unauffälliger Swing ist. Es muss so klingen, als ob das Schwerste der Welt das Leichteste ist. Und natürlich, das Allerwichtigste ist eben, dass es Groove gibt, dass es Swing gibt. Dass es nicht viereckig wird, nicht holperig, sondern wirklich natürlich Swing hat. Und mittlerweile sind wir da auf dem Weg. Ohne Sänger kann man das eigentlich nur durchspielen und besprechen, aber man muss da sehr auf die Sänger eingehen. Die sind auch toll, die sind sehr routiniert, die machen sehr viele Rat Pack Shows und kommen gerne nach Kassel. Am Staatstheater Kassel im Opernstudio und bin jetzt spontan eingesprungen, um beim Swinging Christmas Projekt mitzuwirken, was für mich eine ganz, ganz tolle Sache ist. Da geht ein Wunsch in Erfüllung. Ich wollte immer schon mal mit einer riesen Big Band singen und am besten auch noch in einem glitzernden Kleid, und das hat sich jetzt total erfüllt. Caroling out of the snow. Ich höre von vielen, dass Harfe total nach Weihnachten klingt. Ich spiele es das ganze Jahr, deswegen fühlt es sich für mich nicht so an, aber viele erzählen mir, Harfe klingt nach Weihnachten und ist so schön, also ist ein totales Weihnachtsinstrument. Wir sind so ein bisschen das i-Tüpfelchen, wir haben halt viele Glissandi und so Effekte. Also wir sind nochmal so ein Glitzerpunkt in der ganzen Sache, würde ich sagen. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, only in my dreams. Das ist jetzt mal eine Art, das Orchester und die Leute hier ganz anders kennenzulernen. Sonst kennt man sie aus den Symphoniekonzerten, aus den Opernproduktionen, und jetzt mit ganz anderer Musik, auch ergänzt von einer Band, was ganz anderes spielen, das passt super und macht wahnsinnig viel Spaß. Als Bandleader macht man die Arbeit in der Probe. Man macht wenig im Konzert und da haben die Musiker den Vorrang sozusagen. Es ist nicht wie der normale Dirigentenroll, wo man alles lenkt im Konzert, sondern eher beobachten und einfach Tempo angeben und spielen lassen. He knows if you've been sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Es wird ein Heidenspaß und es wird ziemlich so viel Spaß sein wie letztes Mal bei den Swing-Konzerten. Und wir spielen die Konzerte ja auch als Neujahrskonzert und noch zweimal im Januar. Und das ist, macht schon sehr viel Spaß. Merry Christmas.